Fahrende Minnesänger. Na klar, der soll singen. Und ein Zauberkünstler, den nehmen wir auch noch mit. So, ich bin nun seit einigen Tagen im Kloster, vereint mit anderen, deren Streben ebenfalls Gott gilt. Und dennoch stelle ich fest, dass mir echte Freunde fehlen. Donatus, Jaco und ich kommen gut miteinander aus, aber vielleicht könnte ja eine Freundschaft entstehen, wenn wir zusammen etwas unternehmen würden. Bestimmt würde ihm das gefallen. Ein Strategiespiel spielen, Crusader Kings 2. Inhalt einer Schrift diskutieren. Die Feinheiten der Regierungsgeschäfte diskutieren oder einen Spaziergang machen und ein wenig plaudern. Was brauchen wir denn? Ah, oh, wir brauchen... Gibt's hier Bildung? Bildung plus 2. Perfekt. Bildung plus 2. Dann wechseln wir nämlich in den hermetischen... Hier ist der hermetische Orden. Hermetische Gesellschaft. Die haben wir zwar mit der Tante Beatrice schon mal angefangen, aber sind wir nicht recht weit gekommen. Regierung für plus 1 auf. Du meinst Verwaltung? Damit hier das weggeht. Ah, das wäre auch nicht schlecht. Ich komme immer vom Hundertsten ins Tausendste. Eigentlich wollten wir ja in den Zirkel hier Kinder Luzifers. Können wir ja nur, wenn wir die Sünde haben, die Erbsünde. Oder Todessünde. Okay, ich höre auf dich. Du hast mir heute schon so viele gute Tipps gegeben. Deswegen die Regierungsgeschäfte sind's. So, der schönste Teil der Vorbereitung eines Gelages ist die Entscheidung. Blabla. Essen, Geld spielt keine Rolle. Hat das jetzt was gebracht? Das war ein Punkt, oder? Aber hat hier die Domänengröße nicht erhöht. Schade. Gelage ist abgeschlossen. Wir laden ein. Mal schauen, wer nicht kommt. Der Hanse-Typ kommt natürlich wieder nicht. Ich kann euch auch nicht leiden. Ich kann euch auch nicht leiden. Auch nicht. Eieiei. Naja, ging eigentlich. Wir haben keinen Freund gefunden. Wir können immer noch König Ludwig von Dänemark einkerkern, warum auch immer. Gäste sind da, alles ist vorbereitet. Haut rein, lasst es euch schmecken. Wie alt sind wir jetzt? Wir sind 52. Ich sorgte dafür, dass die schönste Dame während des Abendmahls neben mir saß. Während des Gelages füllte ich dann immer zu unsere Weingläser meinen Charme. Lasst mich euch die Burg zeigen, besonders mein Schlafgemach. Gibt es nicht eine Sünde, irgendwie Untreue oder so? Gehen wir jetzt mit dir mal ins Schlafgemach. Unsere Frau kann uns sowieso nicht leiden. Da ist jetzt schon egal. Geliebte haben wir noch keine. Was hier Ehebünde drin sind. Eieiei, so viel. Der letzte Gast ist nach Hause zurückgekehrt. Viel Spaß, jawohl. Was ist jetzt mit der Dame? Wir haben ja noch alle hier im Kerker. Um die müssen wir uns auch noch kümmern. Alle, die hier im Kerker sind. Bedrohungen haben wir auch noch. Achso, das ist der Abenteurer. Gut. Wir haben hier Verschwörungen. Sind alle noch im Rahmen. Passt. Und wir haben hier Gefangene. Können wir denn hier? Wie funktioniert das hier denn? Wenn ich jetzt sage. Zack, zack. Ausschließen ist es, von Massenhinrichtung ausschließen.
Hier können wir sagen, wenn das kein Herrscher ist. Ach, haben wir gar nicht. Keine. Können wir denn dich irgendwie vielleicht nur quälen? Hinrichten, freikaufen, foltern. Und soweit ich weiß, wenn man die foltert, verstümmelt oder demütigt, dann werden die anschließend freigelassen. Ich würde jetzt sagen, wir verstümmeln die jetzt alle. Aber da kann er uns nicht mehr leiden. Ist der wichtig? Graf. Aber der ist ja da unten, der Graf. Das interessiert uns ja nicht. Ist ja von anderem Land hier. Burgund. Ach, braucht kein Mensch. Ja, ich will sie, ehrlich gesagt, ich will sie ja nicht töten. Ich will sie ja irgendwie verstümmeln. Vielleicht, dass wir dann irgendwie so einen speziellen Trade bekommen. Vielleicht sogar wahnsinnig oder so. Einfach um ein bisschen mehr oder andere Ereignisse noch aufzurufen. Vom Dauphin. Das sind alles. Sind alle aus einem anderen Land. Fremde, oder? Sind alle aus einem anderen Land, ja. Jetzt, wenn ich die alle einfach verstümmel. Gestresst. Gestresst, wahnsinnig. Ach, die bekommen da auch so. Okay, schwer verletzt. Und wir haben. Nee. Hä? Schack, ja, er hält die Eigenschaft feige. Einbeinig wieder auch. Okay. Wir schauen uns das mal eben an. Der ist schwer verletzt, ist gestresst. Einbeinig. Okay. Sexuelle Vorlieben von Bischof Philbert ist mir egal, kann machen, was er will. So, wir kümmern uns weiter um die Eingekerkerten, foltern oder verstümmeln. Ihr könnt an, ihn zur Strafe foltern zu lassen oder verstümmeln. Ich würde sagen, wir verstümmeln alle. Entstellt ist er. Nochmal verstümmeln. Der ist einhändig. Ist das gemein? Verstümmeln. Der ist Eunuch. Uiuiuiui. Mit dem haben wir auch schon Erfahrung mit dem Eunuchen. Eieiei. Sind wir selbst schon mal ja, ein Eunuch geworden. Verstümmeln. Kannst du dein Gedicht vorlesen? einbeinig und verstümmeln. Ach, das kostet uns Pietät, aber da haben wir eh so viel. Egal. Wir haben nochmal einen einhändigen und der letzte. Verstümmeln. Einhändig. Okay. Haben wir jetzt irgendwie vielleicht was bekommen? Nö. Wie passend, dass wir auch heißen Kaiser Stefan der Heilige. Ist ja wunderbar. Ey, wer hustet denn hier so? Starb an Depressionen im Alter von 52. Können wir uns... Wir haben 37 Gold momentan. Können wir unser Gefolge... Ne, das Gefolge rüsten wir jetzt nicht auf. Ich würde gern hier in Niederbayern etwas ausbauen. Können wir denn hier vielleicht ein Krankenhaus bauen? Jawohl. Plus. Steuereinnahmen für Kirchen. Ist jetzt nicht wirklich was dabei, was mich reizt. Wir machen hier mal die Burgbefestigung. Schlägertrupps will er anwerben.
Erlangt 96 Gold. Risiko lokaler Revolte. Oder es darf niemand verletzt. Natürlich, das machen wir. Treue Diener wie ich verdiene es, gewürdigt zu werden. Ihr habt viele Länder, bla bla bla. Da kommt wieder einer zum Betteln. Der König von Bayern. Normalerweise sympathisiere ich ja sehr mit den Bayern, wie man sich vielleicht denken kann. Aber wir lehnen hier diplomatisch ab. Dank unserer Diplomatie von 10 können wir hier ablehnen. Sommerfest brauchen wir nicht abhalten. Können wir denn hier? Hier können wir wirklich gar nichts machen. Oder muss ich hier einfach so oft spenden, dass hier. Aber das kann ich gar nicht. Wenn ich hier an den Orden Deutscher Ritter spende, gibt es hier. Ne, gibt es nur Pietät. So, gütiger, frommer Herrscher. Wir haben keinen Regenten. Wir haben keinen Regenten. Wir haben einen Hofarzt mit 14, das passt. Aber wir brauchen noch einen Regenten. Und zwar einen. Sippenmörder. Bescheiden, der ist ehrgeizig. Schüchtern, wohltätig. Hinterlistig. Aber der kann uns gut leiden hier. Oder wir nehmen den Ludwig, König von Dänemark. Das ist der, den wir einkerkern könnten. Homosexuell exkommuniziert. Ach, deswegen können wir ihn vielleicht einkerkern. Gicht. Der hat auch noch die Gicht. Ich würde sagen, der passt richtig gut zu uns. Der passt richtig gut. Der ist mir sympathisch. Den nehmen wir als Regenten. So. Der Hahn kräht, hat man gerade gehört. Ein neuer Morgen bricht an und wir haben immer noch keine Todsünde, aber wir haben, habe ich gerade gesehen, einen schönen Bart. Können wir den? Zwergenbart. Der wird immer größer. Ja, sag einmal. Wo war denn der jetzt? Hier ist er. Perfekt. Einen kleinen Rauschebart. Wir haben Sophie von Wittelsbach, schicken wir ins Kloster. Ein Gelage könnten wir wieder abhalten. Wie schaut es denn überhaupt aus mit den Vasallen? Wird schon besser, wird schon besser. Können wir dich vielleicht noch ein bisschen bestechen? Wir haben Kohle, haben wir. 54 ist zu viel. 68 können wir uns leisten, das passt. Hey, das ist zu viel, das sind Könige, oder? Prinz, König, ja. Bürgermeister bestechen wir noch. Okay. Sieht doch gut aus. Ein bisschen sparen, falls sie uns überraschend jemand angreift, damit wir Söldner kaufen können. Aber was war das jetzt für ein Sound? Burgbefestigung wurde in Wittelsbach gebaut. Schön. Dann bauen wir hier einfach mal alles aus, was wir so haben. Wir haben ja genug Geld und haben sonst nichts zu tun. Wir können hier das Krankenhaus bauen. Ein zweites Krankenhaus, okay. Also der Benediktinerorden ist sehr langweilig, muss ich sagen. Sollen wir vielleicht nochmal wechseln in den Dominikanerorden? Da waren wir noch gar nicht. Den haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Oder wir haben uns kurz den auch mal angeschaut, glaube ich. Ich glaube sogar mit der Tante Beatrice. Weil hier passiert ja gar nichts irgendwie. 578 Hingabe. Da sterben wir ja eher, bevor wir hier mal aufsteigen. Hm.
vergiss nicht deinen Erben zu ändern. Aber. Es passt doch, dass der Erbe ist, oder? Ach, wir wollten hier das Gesetz ändern. Können wir nicht mehr ändern. Wieso? Weil sich Vasallen bekämpfen. Da müssen wir gleich mal den Reichsfrieden durchsetzen. Kreuzzug um Jerusalem. Seine Heiligkeit Papst Nikolaus V. ist von den Hilferufen der christlichen Bevölkerung von Königreich Jerusalem überzeugt worden. Er ruft alle tauglichen Männer Europas auf, ihre Waffen gegen die bösartigen Sultan Al-Mansur Abu Bakr von Bahri Sultanat zu erheben, um Jerusalem aus den Fängen der mohammedanischen Ungläubigen zu befreien. Gott wird den Pilgern dafür ihre Sünden erlassen. Deus vult. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Kreuzzug, oder? Ja. Gegen. So umstrittener Titel ist Jerusalem wieder. Okay. Heidewitzka. Kein kleines Reich. Ein Kind von Prinzessin Elisabeth, unsere Tochter Heike. Wer nennt denn sein Kind Heike? Oh oh. Elisabeth. Johann. Heilviva. Heilviva ist ganz okay. Oder was haben wir noch? Elisabeth, Sophie, Margarete, Agnes, Roberta. Da tun wir ihr jetzt mal einen Gefallen und nennen sie Manfred. So. Einfach, weil wir es können. Wenn sie uns nach dem Namen fragt, dann geben wir ihr einen Namen. Neulich habe ich beim Spionieren tatsächlich Erzbischof Dietmar von Niederlothringen und meine Nichte Joanne in flagranti erwischt. Dabei könnten sie doch seine Tochter sein. Sie bemerkt mich nicht und ich bin noch immer geschockt. Wird offengelegt. Ist mir egal. Jetzt, da sie älter wird, kann ich sehen, dass Yvonne von meiner Erfahrung in Diplomatie profitieren kann. Nee, da machen wir nichts, weil da würden wir dann gestresst bekommen, oder? Bekommt Quasselstrippe. Bekommt zu ehrlich. Nee, die kann das alleine lernen. Aber wir haben doch unseren Sohn, den wir ausbilden. Wie alt ist denn der mittlerweile? 5. Der ist erst 5. Und lispelt. Hervorragend. Es geht ja schon gut los. Was machen wir jetzt? Wir können hier es machen, weil sich die Vasallen bekämpfen. Wir wollten den Reichsfrieden durchsetzen. Können wir nicht, weil wir den bereits durchgesetzt haben. Vor 67 Monaten. Das sind 12, 24... 48, 4 Jahre, da sind wir ja bald soweit. Dann können wir ihn wieder durchsetzen. Gelage. Schwache Ansprüche. Wales. Eieiei, da oben, was? Ingria. Halland. Und Blekinge. Hey, und das dauert auch so lang, bis das wieder auf Null ist. Wahnsinn. Königreich Deutschland. Das wäre ja auch schon schön. Das Königreich Deutschland könnten wir machen. Königreich Deutschland, wo bist du? Königreich Bayern. Wo
Wo ist das Königreich Deutschland? Es würde uns kosten 200 Gold, 200 Pietät. Aber wollen wir das überhaupt? Wir sind ja eh Kaiser. Wieso soll man den Königreich jetzt machen? Da können uns die wieder nur nicht leiden. Beziehungsweise wir haben noch gar kein Königreich. Sehe ich da gerade. Das heißt, das könnte man nehmen. Wir haben noch kein Königreich. Wenn wir jetzt ein Königreich machen, dann gehört das ja uns. Ne? Dann sind wir auch noch König von Deutschland. Hört sich erstmal gut an, der Titel. Aber da sind dann unsere Vasallen doch nicht angepisst, oder? Weil wir noch ein Königreich haben. Erst ab 2 oder 3. Kannst du mir das beantworten? Weißt du das? Wir können es auch einfach mal probieren. Und dann, wenn es nicht geht, dann übergeben wir halt das irgendjemand anderem. Das Königreich können wir auch machen.